Oh, da kann sehr vieles schiefgehen. Es gibt wirklich viele ungeahnte Szenarien, nenne ich es jetzt mal. Angefangen von die Rakete kommt nicht an bei der ISS oder einfach unwissende Dinge, die wir nicht groß beeinflussen können. Das sind zum Beispiel die kosmische Strahlung, die dort oben herrscht und natürlich technische Defekte, die speziell dann auf der ISS und bis zur ISS passieren können. BASF. We create chemistry.